Kann ich jetzt noch trinken? Kann ich was? Ah, lol. Ach, Leute, ey. So, wer von euch pfeifen müssen jetzt hier bei der Garnison? Du, oder? Gelehrter? Nee, du bist nicht bei der Garnison. Du bist ein Bauer. Ja, hä? Er hat doch immer rumgesessen. Da hinten sitzt Wesemir. Ich dachte echt, hier hat so ein Garnisonsheini rumgesessen. Ach so, welches ist das fünfte Kapitel vom ersten Buch? Ich höre mir die Bücher nämlich gerade nochmal als Hörbuch an, aber ich bin da, glaube ich, noch nicht im fünften Kapitel. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, auch an alle da auf YouTube, die ihr bei YouTube zuschaut. Die Bücher gibt's ja, also das basiert ja also halbwegs auf Büchern, was unglaublich toll geschriebene Romane sind. Und schaut da mal rein. Gibt's auch, also zumindest auf jeden Fall das erste Buch gibt's, hat jemand gelesen quasi als Hörbuch auf YouTube. Super Buch. Ja, schaut doch mal rein. Und wir reden jetzt einfach mal hier mit den UNO-Menschen. Was für eine Zeitverschwendung. Vielleicht spielen auch Yu-Gi-Oh! Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Ochsenfurt, bester Ort, ey. Ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Was? Die Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Tja, ja gut, ich finde, man muss sie nicht gelesen haben, aber es hilft auf jeden Fall. Und ich finde, das sind echt Bücher, die man echt mal gelesen haben kann. Weil die sind wirklich gut geschrieben. Da verpasst man was, wenn man das nicht... Wenn man das verpasst, verpasst man was. Kappa. So. Was machst du hier eigentlich? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. So. Ja, das wäre mal gut. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Der Fug. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Das kann sein. Tatsächlich habe ich nicht alle Bücher bis jetzt gelesen. Ich habe die ersten drei oder so gelesen. Und das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich wollte die mal immer noch nachholen, aber habe es noch nicht geschafft. Aber schon allein, wie sie geschrieben sind, sie sind halt viel detailreicher, kann man sie sich trotzdem dann nochmal geben. Weil dann versteht man, glaube ich, einfach nochmal mehr. So. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad. Und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Hört, hört. Ich muss los. Bis dann.
Haust du rein, Hexer? Was? Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwent? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Ach komm. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja, komm, eine Runde hier Yu-Gi-Oh! Uno geht schon. Komm. Hm. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Sag an. Gwent ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Oh, das ist Hearthstone, Leute, das ist es. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue. Du, zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Danach ziehst du danach keine Karten mehr. Setzt du diese 10, okay. Stärke der Einheitenkarten. Das ist eine Einheitenkarte, die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an, also die 1, okay. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt. Das ist ein Kampfreihensymbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Also wir haben Nahkampf, Fernkampf und Belagerung. Und das ist die Spezialfähigkeit. Das haben nur manche Einheitenkarten und die heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten der gleichen Reihe plus 1 Stärke, alles klar. Also alle Belagerungs-Hoshis, die mit dem da in der Reihe sind, okay. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten, sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten, okay. Schnee macht Nahkämpfer fertig. Wind macht Fernkämpfer fertig und Regen macht Belagerung kaputt. Versteht man, oder? Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Okay. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Kommen wir jetzt direkt ins Spiel. Da ist das Schlachtfeld, das Schlachtfeld des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du Viereck drückst. Drücke X, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen, drücke R, um das Schlachtfeld zu platzieren. Okay, ich bin am Zug. Also das hier sind so die fetten Leute, ne? Schicken erstmal hier so ein Knilch vor. Ja, redanischer Fußsoldat. Den schicken wir da hin. So. Die Zahl links bei den Sozialen, die aktuelle Gesamtstärke. So, wir haben 1 Gesamtstärke. Und an den Reihen steht nochmal die Gesamtstärke der Reihe. Aha, und am Ende der Runde gewinnt der Spieler. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Dreieck drückst. Okay. Okay. Aha. So. Theoretisch müsste ich jetzt erstmal auch einen Nahkämpfer oder so aufbauen. Warte mal, was haben wir denn hier? Also ich habe viele Fernkämpfer. Und ja, Gevatter, ich sehe das auch so und ich muss sagen, mich stört das jetzt nicht. Ich meine, wisst ihr, wenn ich super hyper ultra super power Monster Moped Grafik haben will, dann nehme ich mir das auf dem PC, brauche aber auch einen extrem starken PC dafür, ne? Und dann gerade bei The Witcher gibt's eh Mods. Da werden Mods für den PC kommen, die da noch mal richtig was rausholen und dann kann da auch richtig Post abgeben, aber tatsächlich ist es mir lieber, wenn ein Spiel ziemlich gut aussieht, so wie das hier, und flüssig läuft. So, was spiele ich jetzt? Ich bin ein bisschen verwirrt hier von dem ganzen Zeug. Und spiele erstmal hier Sabrina Glewisik, die Tochter der Wildnis von Catwin.
Du bist im Zug, okay. Ich würde sagen, wir bauen mal weiter unsere Fernkampflinie auf. Oh! Jetzt schwächt er uns. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich spiele erstmal das Belagerungsding. Jetzt macht er Regen an, Leute. Kann ja auch nicht wahr sein. Ja, weiß nicht. Manchmal, was willst du denn streamen? Gut, spiele ich jetzt den? Der hat ja so oder so nur einen. Da verliere ich jetzt nicht zwei. Aber gut, und der wird ja dabei sogar noch gestärkt. Okay, der hat dann mehr, da hat er dann vier. Ich habe ja generell mehr Karten. Das heißt, wenn ich meinen Schnee dann zum Schluss noch spiele. Was? Das Lenkrad? Nee, ich habe noch kein Lenkrad. Was? Wie jetzt? Kann man denn eigentlich die Dings wieder neutralisieren? Die Wetterkarten. Ja, der spielt echt nur Dings. Warte mal, aber wir müssten ja gleich viel Karten auf dem Feld haben, oder? Theoretisch ja, aber ich habe hier mehr. Nur durch den Bonus von dem. Ach so. Sorry. Zack. So. Na gut, Regen läuft ja eh schon. Spiele ich den Ring jetzt auch einfach nochmal aus, oder was? So, und ich habe jetzt gewonnen, oder wie? Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler... Ah, so. Ah, okay, so geht also eine Runde. Ah, nice, okay. Gut, dann... Wieso habe ich jetzt nur eine? Was ist das denn? So, man hat fürs ganze Spiel. Ach so. Na gut, dann hat er jetzt auch keine mehr, oder? Oh, er hat doch noch was. Lol. Okay, das habe ich dann halt jetzt nicht ganz verstanden, dass das so weitergeht mit den Runden. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Aber ich finde das super. Ich finde das super gut, dass es so eine... Ich liebe Karten-Minigames. Ist kein Spiel für jeden.
Man muss analytisch denken können. Ja, und man muss das Spiel erstmal verstehen können. Wenn du mal in Oxford bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Alles klar, machen wir. Ja, das ist ziemlich cheesy. Aber okay, gut, man muss es halt erstmal verstehen und jetzt weiß ich, wie ich das nächste Mal besser mache. Nee, aber bei Final Fantasy 8 gab es ja auch dieses eine Kartenspiel. Das war super, super nice. Ich komme halt leider nicht mehr auf den Namen. Tatsächlich. So, frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Machen wir. Wie, abgeschlossen. Wo sind hallo Nilfgaarder? Ich mache meine Super Witcher, Super Hexer Senses an. Hallo, das heißt Ochsenfurt. Nee, oder? Doch, das heißt doch Ochsenfurt hier. Hallo. Das kannst du hier nicht tun. Du kannst hier keine Treppe hochgehen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür, hat Professor Eich gesagt. Kann ich hier raus? Ja. Und da sind auch schon die Nilfgaarder. Na, meine Herren, wie geht's? Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Seid ihr krasse Boys oder was? Ich könnte ihren Mind verdingsen. Aber komm. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. What, wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Alter, der hat noch nicht X-Men gesehen, der Typ. Steuert mir! Ja! Reiß mir die Eier ab! Umgeboxt. Ja, richtig mit der Schelle. Da kam es ins Gesicht. Ja, da legen sie rum. Denken sie, die krassen Gangster. Was passiert mit den krassen Gangstern? Einfach umboxen. Okay, bei bestimmten... So. Kann ich die jetzt eigentlich ausnehmen? Also ich meine, ja, wenigstens looten. Nee, kann ich nicht. Wie... Was? Wer will Ärger? Ich hau euch auch alle normal um. Wie mache ich nochmal die Karte auf? Weltkarte. Das Anschlagbrett. Okay. Filter. Nee, wie mache ich denn meine Quest? Ja, das ist halt denkbar dämlich, oder? Kommt denn auf diese kloppte Idee, dass man in diese Welt... Kommt denn auf die absurde Idee, einen Hexer alleine fertig machen zu können? Als normaler Knilch? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Gut, Pferd. Ich will nicht auf Pferd aufsetzen, ich will auf Plötze aufsetzen. Oha, Plötze. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Er hat gezappelt und geschrien. Bumm, da haben sie ihm den Kopf geschlagen. Los, los. Lol, wat? Ja, so war's. Hier war es so ein Ertrunkener, der den Hund entführt hat. Ja, ja, klar, die haben einen bestimmten Hexer geschnappt. Einfach so. Hexer sind die absolute Luschen. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Werber. Kaiser M hier trinkt, dann fällt er ins Bett und stößt sich. Halt! Und am Morgen hat er die Hose voll. Schönes Lied. Was sagst du da? So, was haben wir hier? Tod den Eindringlingen. Wir greifen zu den Waffen. Eure Heimat verteidigen. Dann auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker. Nefgardischer Abschaum. Blatt. Aha. Nehmen wir.
Suche Flug zum Ausleihen. Ja, kann er bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Die neue Ordnung. Ach komm. Bruder, wo bist du? Auftrag. Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger, aber vielleicht kann jemand einem Vater Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, den ihr so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten, aber beeilt euch, es ist dringend. Interessante Orte, kennzeichnen wir so, alles klar. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, okay. Aha. Komm schon. Okay, und was ist das für ein Ausrufezeichen? Da gehen wir auch nochmal hin. Hi. Ein Zwergenschmied. Oder was? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Lol. Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Du Lappen. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einer der Ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück! So, so. Boah, die Hexer sind hier an, oder? Interessante Orte. Okay, ja, komm. Warte mal. War doch gerade was. Achso, nee, das ist einfach nur der. Wird das irgendwie verbraucht eigentlich? Oh, aber das sind doch Spuren, oder nicht? Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Stiefelspuren. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ein großer. Ich streame mit OBS. Weil ich XSplit auch nochmal ausprobieren möchte. Nur hatte ich da irgendwelche Einstellungsprobleme. Oh, was liegt hier rum? Hallo. Hallo, ey. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Düb, düb, düb. Wo führt ihr mich hin, ihr Spuren? Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Und hat er das geschafft? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall geht's da weiter. Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen.
Ja, das müsste. Da ist was aus dem Schiff gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Welches Schiff? Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nee, zumindest geht's hier hoch. Lieber bin ich krank, als dass ich einen Geist aufscheuche. Na? Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, gestanden? Sie erzählt wieder ihre komische Hexergeschichte da, ey. Die Spur führt wieder ins Dorf. Hey! Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Eine Person, die verletzt ist. Hier und Leute, warte mal. Ist hier wer? Nö. Gut, dann räumen wir hier mal ein bisschen was aus. Das ist so eine, keine Ahnung. Hätte ich jetzt gerade die Facecam an, würde ich es in die Facecam halten. Spuren von ertrunkenem Clown. Das muss er sein. Nap, du bist also der Brandstifter. Aber kurz bevor wir Nap eine reinhauen, also es ist eigentlich eine Standard Edition, aber es kommt mir so vor wie irgendeine Day One Edition oder so, war ja Vorbesteller, weil da ist halt auch Karte und so mit dabei. Und ich hätte halt gern die Collector's Edition, aber die war halt doch ein bisschen teuer und außerdem war sie dann super schnell ausverkauft. Weil ich sie echt gut fand.